So, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Minecam 2.0. Und ich würde sagen, wir schauen gleich auf den Server. Wunderbar. In der letzten Folge haben wir. Also sind wir dem Minecamp gejoint. Da haben wir zusammen mit Kalle gespielt und scheinbar ist unsere Verbindung gerade ziemlich scheiße. Okay. Jetzt habe ich einen Strich, jetzt habe ich wieder keinen Strich. Okay. Mal gucken. Und der hat uns gleich zweimal geklatscht, weil er es kann. Und Kalle und Abkratz haben gekämpft. Also die Folge von Kalle ist sehr actionreich. Und abgesehen davon, dass ich bei Kalle wie ein Blecheimer klinge, aber das dürfte an meinem Internet liegen, weil das gerade scheinbar ziemlich scheiße ist. Ist das eine sehr sehenswerte Folge? So, wir sind hier im Lager von Stadt Blau. Und das erste, was ich machen möchte, ist mir so ein bisschen Zeug zu holen. Jetzt keine Redstone-Blöcke vielleicht, sondern Kobbel, wenn ihr sowas habt. Das wäre eigentlich richtig cool. Sand und Kies. Soul Sand brauchen wir eigentlich auch nicht. Dort ist schon mal nicht schlecht. Das sind Suppen. Okay. Eine Menge Stuff. Ich brauche eigentlich Cobblestone. Ich glaube, ich habe schon mal durch die ganzen Kisten gesucht, ne? Ich glaube schon. Ah, hier ist Cobblestone. Sehr gut. Dann nehmen wir uns gleich mal 4 Stacks mit. So, wunderbar. Das wollen wir nicht in die Kiste legen. Und wir haben soweit alles. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind Level. Und ein bisschen Zeug, um die Rüstung zu verzaubern. So, dann wollen wir mal nach unten schauen. War die Tür schon die ganze Zeit offen? Ich hoffe nicht. Ansonsten, die Tür war offen. Hier wohnt Abkratzer Darus. Okay, das ist Abkratzers Kiste. Noah. Domse. Julia. Weiß-Weiß Kiste ist leer. Darus. Und Onplay, okay. Okay, ich lasse das Zeug mal drin. Da muss ich mal Abkratzer fragen, was mit den ganzen Kisten in Stadt Blau passieren soll. Also ich werde jetzt mal die Kisten in den Häusern von den Leuten nicht anrühren. Und was haben wir hier? Abkratzers Bude. Okay, da wohnt Abkratzer. Schön zu wissen. Da ist ein Bett. Okay. Wo wir gerne unseren Spawn mal setzen können, aber wir haben gerade keine Nacht, leider. Deswegen müssen wir daran denken, was wir auch machen können. Obwohl, stört es, wir spielen gerade mit V-Sync aus, das heißt, wir haben jetzt unbegrenzt FPS, also mehr als auf dem Bildschirm angepasst wird. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf die Aufnahme irgendwie auswirkt. Ich habe es einfach mal ausgestellt, weil 500 bis 700 FPS, wenn keine Aufnahme läuft, einfach besser ausschaut. So, da geht's lang. Erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Da war Zeug, da will ich jetzt nicht reingucken. Da springen wir einfach drüber und wollen wir da lang? Ich glaube, da jetzt raus, oder? Ja, genau. Was war hier für Zeug? Das ist noch ein bisschen Rüstung. Das Glas nehme ich mir mal mit. Die Leitern nehme ich mir auch mal mit. Das Holz nehme ich mir auch mal mit. Die Blume kann da bleiben. Das ist cool. Das ist cool. Das ist eine Leiter. Okay, hier ist nichts. Ist hier gar nichts? Weil ansonsten kann ich da vielleicht dann einfach mein Bett da reinstellen. Erstmal. Wenn hier gar nichts ist. Dann muss ich mir nicht sofort ein Haus bauen. So, was ist hier alles drin? Ganz viel Stuff. Den Dirt nehme ich mal noch mit. So. In der letzten Folge Minecraft Minigames, also von gestern, höchstwahrscheinlich. Ja, gestern. Das ist die Folge für Montag. Ja, dann war es gestern. In der letzten Folge Minecraft Minigames habe ich über alte 4 Games und der Corleone geredet. Für die, die das interessiert, die können da mal reinschauen. Ich habe mir die Aufnahme noch nicht angeguckt, ich habe nur die Rohdateien. Muss ich noch schneiden, also weiß ich nicht, wie viel Scheiße ich gelabert habe, aber es war so ein bisschen eine Serious Talk-Runde über
Also eine Superjump-Runde über Homophobie und was ich von diesen Äußerungen von diesem Kerl halte. So, was haben wir hier? Eine Kiste mit ganz viel gar nichts, das ist die Abkratzerbahn. Apropos Abkratzerbahn. Abkratzer hat gesagt, ich soll die mal fahren. Soll ich das machen? Sterbe ich? Egal. Komm, wir fahren jetzt Abkratzerbahn. Wenn wir zumindest eine Minecart hätten. Aber wir haben keins. Sind hier welche? Nicht, dass ich eins sehen würde. Kann man Minecarts craften? Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann sie. Oder? Ich weiß es doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden noch gucken. So, hier sind auf jeden Fall schon mal ganz viele Bäume. Das ist sehr schön. Was ich aber brauche, ist ein Feld. Und das wäre schön, wenn ich das finden würde. Kalle hat mir zwar die Stadt gezeigt, aber sie ist so groß. Da muss ich mich erstmal reinfinden. Also hier ist eine Kiste da hinten. Die brauchen wir nicht. Da geht's unten rein. Ah, da hinten. War das da hinten? Oder war das der Kobbel? Ach, das war die Kobbelkiste. Okay. Oh, wo ist das denn? Ich hab doch keine Ahnung. Da geht's überhaupt nicht lang. Okay. Da ist der Eingang von der Stadt. Okay. Wo ist unser Feld? Ich weiß es doch nicht. Wir werden es finden. So, was hatte ich vor? Ich kam in der letzten Folge nicht so ganz zum Reden, weil ich da nicht alleine war. Ich habe vor. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht. Kennt ihr das, wenn euch mitten im Reden was entfällt? Ich habe vor, so eine kleine Festung zu bauen. Aber bevor ich die baue, musste ich erstmal. Da steht was in Skype. Kalle hat Regelverstoß gemacht von VPNV. Okay. Wir werden uns erstmal abmelden. Und aua, Schaden bekommen. Das ist uncool, wenn ich das jetzt nicht finde. Ich muss doch unser Feld finden. Ich verhungere hier doch. Ich muss echt dringend unser Feld finden. Meine Güte. Ich krieg's echt noch hin, sonst in Minecraft zu verhungern. Jetzt wär's zumindest mal Nacht. Vielleicht sollte ich erstmal meinen Spawn setzen. Oh Gott. Please, Minecraft. Ach so, was Carsten wahrscheinlich meint, ist, dass wir vergessen haben, in die Konfi zu schreiben, unsere ersten Folge. Aber ja, meine Güte. Da ist Eisen. Da ist Kohle. Das ist Glas, okay. Das ist schön. Das ist mein Glas. Und was ist hier? Hier ist eine Tür. Ach, hier ist die Mine, okay. Oh, habt ihr euer Feld? Seriously, aber was ich ausprobieren kann, kann man sich Minecarts herstellen? Lore, sehr gut, okay. Man kann sich Minecarts doch herstellen. Cool, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, Minecarts kann man nur in Dungeons finden. So, dann wollen wir. Sehr gut, Brain. Sehr gut. Oh, seriously. Dann wollen wir hier hoch. So. Und ganz kurz unseren Spawn setzen. Und zwar gibt es hier drin ein Bett? Nein. Dann setzen wir unseren Spawn jetzt einmal in dem Haus da hinten. Da es keine Zäune außenrum hat. Das ist gefährlich. Vielleicht sollten wir es ändern. Ich weiß es nicht. So. Bett. Sehr gut. Kann man im Minecamp überhaupt ausschlafen? Ja, okay. Das noch Zeug, was ich mal lieber nicht mitnehme. Oh, ich habe auch nur noch 5 Karotten, die Kalle mir gegeben hat. Wo ist unser Feld? Ich finde es nicht. Ich würde jetzt MLG Water Bucket versuchen, aber ich habe keinen Eimer dabei. Und ich habe keine Federfallschuhe. Deswegen laufen wir mal lieber ganz normal runter. Und kriegen Schaden. Oh Gott, seriously, ich will doch was in dieser Folge schaffen. Wo ist denn unser Feld? Ich renne hier nur rum. Na, wenigstens habt ihr jetzt statt blau einigermaßen gesehen, ohne dass die ganze Zeit irgendwelche Leute dazwischen quatschen. Bin gerade überfordert. Wo ist das Feld? Ich weiß, dass wir ein Feld haben. Die Frage ist, wo wir dieses Feld haben. Kalle hat es mir mal gezeigt. War das in irgendeinem Minengang?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hier. Ah, ich hab's gefunden. Sehr gut. Dann ernten wir mal kurz Karotten ab, denn ich habe keine Lust zu verhungern. So. Da habe ich natürlich. Ist hier ein Crafting Table? Gut, dann repariere ich ganz kurz das Feld. So, Stick, Stick, Eisen, Eisen. Und wir wollen keine Spitzhacke, sondern eine Ho. Ho. Ach, versteht er. Ho, wie. Na gut. Da gibt es so eine richtig schlechte Karikatur von so einem Anwalt und einem Weihnachtsmann vor Gericht, wo der Anwalt dann so sagt, haben Sie meine Klientin gerade Ho genannt? So, da sind ganz viele Sachen. Oh, diese Stadt ist so verwinkelt und es ist so viel Zeug, was niemand braucht. Da war dieses Hühnchen eingesperrt. Da sind ganz viele Kisten, die wir auch noch durchsuchen können. Ich werde jetzt mal hier so ein bisschen rumziehen und looten. Das ist meins, danke. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Okay, hier gibt's nichts. Was ist da? Da ist Gang. Da will ich jetzt nicht hin. Obsidian. Ein riesiger Haufen. Gar nichts. Ja, ein riesiger Haufen. Gar nichts. Okay. Machen wir die Tür mal trotzdem zu. Was ist eigentlich hier? Oh Gott. Leiter, please. So. Was haben wir denn hier? Da ist irgendein Minengang und hier ist eine Tür und da geht's nach oben. Ach, hier bin ich wieder. Okay, sehr gut. Wir haben echt nur eine einzige Karotte. Wow. Okay, das Feld sollte mal dringend nachwachsen. Ansonsten kriege ich es noch hin zu verhungern in der Episode. So, eine Pilzsuppe immerhin. Und da haben wir noch Schüsseln. So, zwei Pilzsuppen. Tja, wir haben auch keine roten Pilze. Ich sollte vielleicht aufhören zu sprinten und zu springen. Was wir jetzt tun werden, ist die Abkratzerbahn zu verwenden. Denn das hat Abkratzer uns geraten. Dann wollen wir doch mal gucken. Okay, ich weiß, worauf das hinausläuft. Soll ich absteigen? Oh Gott, was zur Hölle? Ich dachte, ich... Nein, mein Kart. Na... Geh weg. Geh weg! So. Oh, jetzt müssen wir sie nochmal fahren. Na gut. Oder hört sie hier schon auf, die Abkratzerbahn? Ach, das war's schon. Okay. Okay, wir sind jetzt offiziell mit der Abkratzerbahn auch gefahren. Was ist hier? Okay, hier waren wahrscheinlich Erze. Gut, das war unerwartet, dass ich hier lande. Ich frage mich ja, wie oft Abkratzer gestorben ist, als er diese Bahn gebaut hat. Das würde mich echt mal interessieren. Wie lange nehmen wir denn überhaupt schon auf? 13 Minuten, okay. Ich werde versuchen, die Folgen so 15 Minuten ungefähr zu gestalten. Aber irgendwie haben wir diese Folge noch nichts geschafft. Hm. Soll ich das Schiff in Angriff nehmen? Das ist eigentlich schön so. Fehlen zwar Segel, aber naja, ist jetzt nicht so schlimm. So, das mit den Leaves möchte ich noch ändern, aber dafür Geschenke fürs Abkratzen. Ne, Schenke fürs Abkratzen. Okay, also Abkratzers Hafen wahrscheinlich. Die Leaves, da kann nämlich jeder Gegner reinklettern und da Kalle ja so einen Fetisch hat fürs Brains töten. Werden wir das bei Zeit mal ein bisschen modifizieren, damit wir nicht die ganze Zeit sterben. Was ist eigentlich in der Kiste? Gar nichts, okay. Was ich jetzt noch suche, ist ein Loch in der Wand. Und ich... Okay, und ich glaube, ich weiß schon, wo es ist. Ja. Da bin ich nämlich letzte Folge durchgelaufen und... Das sollte nicht so sein. So... Oh, seriously, wir haben nirgendwo Essen. Wir haben nur Goldäpfel. Also Essen muss ich auf jeden Fall mal suchen. Sonst werde ich hier noch sterben. Und ich brauche noch einen Platz für unsere Festung. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo die hinkommen. Hier wäre doch eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, wir bauen hier unsere Festung hin. Das dürfte nicht so schlimm ausschauen. So. Dann...
Und da unten will ich vielleicht auch noch was reinbauen. Dann werde ich mal noch die ganzen Kisten durchstöbern hier. Ob ich nicht vielleicht noch ein paar Karotten finde, weil ansonsten bekomme ich hier echt Probleme noch. Das Weizen. Ich nehme jetzt echt mal alles mit. Ich muss ja alles mitnehmen. Fast. Da ist ein Amboss. Das ist schon mal nicht schlecht. Da unten will ich nicht hin. Da ist noch eine Kiste. Mit unnützem Zeug. Okay. Na komm, mach zu. Sehr gut. Wer sich übrigens fragt, welches Texture Pack ich benutze. Herr Sommer Medieval. Steht nämlich, glaube ich, nicht in meiner Videobeschreibung. Okay, da werde ich kein Essen finden. Das ist einfach nur ein leerer Raum. Vielleicht bei Julia, glaube ich, wohnt hier oder wohnte hier. Okay, ganz viel leere Kiste. Oh, ihr habt doch bitte irgendwo Essen. Das kann doch nicht sein. Ganz viel leere Kiste. Gar nichts. Ach so, da war ich schon. Das sind die Goldäpfel. Das ist das Lager, aber Essen ist da ja auch nicht. Okay. Tja, Abkratzer, tut mir leid. Ich muss in dein Haus gucken. Wenn da überhaupt was ist. Nee, der hat keine Kisten. Okay. Tja. Mein jetzt. Ich habe ein Problem. Na gut. Ja, wir müssen wohl warten, bis das Feld wächst. Ansonsten haben wir nur die Alternative von, naja, ne, Goldäpfeln, aber ich will keine Goldäpfel essen. So, hier oben vielleicht irgendwas, irgendwo. Das wäre super. Ach, warum sind denn hier überall Truhen, wo nichts drin ist? Warum mussten alle Leute diese Sachen verschenken? Seriously. Das ist total doof. Ich brauche nächste Folge abkratzen, ansonsten werde ich hier selber doch abkratzen. Oh, hohoho. Ey. Drei Hungerherzen. Ach, fuck. Oh, ich habe noch eine Pilzsuppe, aber nur eine. Oh, come on. Das ist ungünstig, muss ich mal behaupten. Na gut, ich würde sagen, wir wissen auf jeden Fall, was unsere Mission ist. Und Daros könnte was sein. Warte, wir gehen noch kurz zu Daros. Nur damit ich mir sicher bin, dass ich ja kein Essen habe liegen lassen. Und ich sollte vielleicht versuchen, keinen Fallschaden zu bekommen, weil für jeden, der das hier jetzt sieht, bin ich sowas von eine leichte Beute. Aber ich glaube, bis die Folge hochgeladen wird, habe ich hier schon eine neue aufgenommen. Aber okay. Ja, so viel dazu, dass ich mir keinen Schaden machen möchte. Meine Güte. Da ist nichts. Wie komme ich da hoch? Kann man an Ranken hochklettern? Nein. Okay, ich baue mich mal ganz kurz hoch. Kann ich ja gleich wieder abbauen. So. Zeig, dass da was drin ist. Danke. Danke, danke, danke. Gut. 9 Karotten sind jetzt zwar nicht die Welt, aber besser als gar nichts. Und wäre das fertig gebaut worden, dann wäre es sogar schön, denke ich mal. Gut. Ist es aber nicht. Vielleicht bauen wir es ja mal fertig. So ein kleines Baumhaus. So, dann bauen wir den Turm noch ab und dann würde ich aber sagen, was ist auch schon wieder mit meinem Camp? Wir bauen jetzt als nächstes unsere kleine Festung. Und die Leaves wollte ich noch bearbeiten. Hier, damit da nicht der kleine Kalle rüberkommt und uns umbringt. Hoho. Dann würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Mein Camp. Teilnehmer in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen da lassen. Und wenn nicht, dann nicht. Dab, dab, dab. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.